Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich mal den What's on my phone Tag und ich werde euch am Ende des Videos auch noch zeigen, wie ich meine Instagram-Bilder immer bearbeite, weil das wollen immer super, super viele Leute von mir sehen. Es ist zwar eigentlich nicht so krass, was ich mit meinen Bildern mache, also es ist echt einfach, das kann jeder von euch auch dann zu Hause machen. Aber da das so viele sehen wollten, dachte ich mir, mache ich das auch noch dazu. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und wir legen los. Erstmal vielleicht zu meinem Handy. Ich habe mir vor einer Woche das iPhone 7 Plus geholt in schwarz. Ich finde das total schön. Ich habe mir das gekauft, weil Sabrina genau das gleiche hat und ich das mega schön bei ihr fand. Und deswegen habe ich mir das selber gekauft vor einer Woche. Falls ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich so ein kleines Problem mit Handys habe. Das ist mein viertes Handy dieses Jahr, einfach weil ich, ja, Handys gerne runterschmeiße und dann sind sie meistens kaputt. Also dieses Jahr war handytechnisch echt ein bisschen blöd für mich, aber ich werde für dieses Handy auf jeden Fall eine Versicherung abschließen, weil das habe ich bei den anderen Handys nie gemacht, weil ich dachte, ach, das fällt mir ja bestimmt nicht runter und keine Ahnung. Aber für dieses Handy werde ich das auf jeden Fall machen. Ich habe auch schon eine Folie drauf und als Hülle habe ich diese hier. Ich mache die kurz drauf. Die habe ich bei Amazon bestellt. Mich haben auch schon ganz viele gefragt, woher die ist. Ich werde die euch mal in der Infobox verlinken. Die kostet auch super wenig. Ich dachte mir einfach, ich bestelle mir irgendeine. Und dann kam diese Hülle an. Ich finde die voll schön. Also, aber das ist auf jeden Fall mein Handy. Ich hoffe, es überlebt ein bisschen länger. Als Sperrbildschirm habe ich übrigens einen Löwen, weil ich Löwe vom Sternzeichen her bin und ich finde Löwen einfach total schön und das Bild von dem Löwen fand ich auch total schön und deswegen habe ich das als Hintergrund genommen, einfach weil Löwen auch, das motiviert mich irgendwie immer, wenn ich dieses Bild sehe, auch wenn es nur ein Löwe ist. Aber jetzt gehen wir mal zu dem Inhalt von meinem Handy. Ich muss euch vorwarnen, mein Handy ist nicht so überfüllt wie vielleicht andere Handys. Ich mag es gar nicht, wenn man mega viele Apps auf dem Handy hat, weil ich die meisten dann einfach nicht benutzen werde. Und deswegen habe ich immer wirklich nur die Apps auf dem Handy, die ich auch wirklich benutze. Und so Kram, den ich nicht benutze, den lade ich mir gar nicht erst runter, weil es auch viel zu viel unnötigen Speicherplatz verbraucht. Aber auf jeden Fall habe ich auf der ersten Seite von meinem Handy erstmal so Dinge, die ich eigentlich sehr selten benutze. So Sachen wie Maps, Kalender, obwohl ich den relativ häufig sogar benutze. Dann meine Uhr, also wo ich mir auch jeden Tag meinen Wecker stelle. Dann noch so ein Ordner mit Extras, also da sind so ganz viele unnötige Dinge wie Health und sowas drin. Das benutze ich gar nicht. Und dann halt so Sachen wie FaceTime, Wetter, Notizen und ja, mein App Store und alles. Also die erste Seite von meinem Handy ist immer, da tue ich immer den Schrott drauf, den ich eigentlich nicht wirklich benutze, aber auch nicht unbedingt löschen kann von meinem Handy. Auf der zweiten Seite ist es dann schon etwas interessanter. Da habe ich zum einen erstmal meine E-Mails, also für meinen privaten Gebrauch, sage ich jetzt mal, einfach meine private E-Mail. Da steht jetzt, dass ich 700 E-Mails habe. Das Problem ist einfach, dass ich die nie durchlese, die E-Mails, weil ich so viele Spam-Mails bekomme. Also das ist auch so meine Spam-E-Mail, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall habe ich das dann einmal auf der Seite und dann den Messenger. Ich benutze Facebook eigentlich gar nicht, ich mag Facebook auch überhaupt nicht, aber um meine Thumbnails zu bearbeiten, schicke ich mir immer selber über Facebook die Bilder, damit ich die dann auf meinem Handy habe und auf meinem Handy bearbeiten kann für meine Thumbnails. Deswegen habe ich Messenger auf dem Handy. Ich schreibe mit niemandem auf Messenger, weil ich würde da auch niemandem zurückschreiben. Also ich finde Messenger und Facebook, das ist gar nicht mehr so meins. Aber wie gesagt, brauche ich das, um meine Thumbnails zu bearbeiten und es ist wirklich nur deswegen auf meinem Handy. Daneben habe ich dann noch mein Telefonbuch und meine Nachrichten. Mein Handy ist übrigens auf Englisch gestellt, also falls ihr das gleich in dem Screen seht, nicht, dass ihr verwundert seid. Ich stelle meine Handys irgendwie grundsätzlich auf Englisch, weil ich finde, das ist eine super gute Übung, so nebenher ein bisschen seine Englisch-Skills zu verbessern. Und deswegen stelle ich eigentlich jedes meiner Handys immer auf Englisch ein. In der zweiten Reihe habe ich dann erstmal Settings, also Einstellungen, weil ich nicht wusste, wo ich die hin tun soll. Und danach kommen dann so Fotosachen von mir, also zum einen meine Kamera. Ich liebe übrigens die Kamera vom iPhone 7 Plus, diese Porträtfunktion. Bay. Ich habe mir eigentlich, viele haben mich auch gefragt, warum ich mir dieses große Handy gekauft habe, weil ich ja eigentlich so kleine Hände habe. Ich habe mir das 7 Plus wirklich nur wegen der Kamera gekauft, also ich hätte mir auch das 7er kaufen können. Aber ich habe mir das wegen der Kamera gekauft, weil es mir halt einfach sehr wichtig ist, gute Bilder zu machen, gerade weil ich auch auf Instagram viel unterwegs bin. Und deswegen ist es mir super wichtig, schöne und scharfe und gute Fotos machen zu können. Versteht vielleicht nicht jeder, muss aber auch nicht jeder verstehen, ist ja mein Geld. Aber auf jeden Fall habe ich mir deswegen
das iPhone 7 Plus geholt. Daneben sind dann meine Fotos. Ich habe jetzt noch gar nicht so viele Fotos. Wie viele Fotos habe ich denn? Ich habe nur 119 Fotos bis jetzt. Einfach weil mein Speicherplatz bei den anderen Handys ist immer durch meine Fotos leer gegangen. Und deswegen versuche ich jetzt momentan wirklich nur wichtige Fotos oder Fotos, die, mit denen ich sehr viel verbinde, auf meinem Handy zu lassen und den Rest eben einfach zu löschen. Daneben habe ich dann noch die App Moldiv. Ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt noch kennt. Ich habe die früher schon immer benutzt und jetzt benutze ich sie immer, um meine Thumbnails zu bearbeiten. Es geht super einfach, super schnell, hat total viele schöne Schriftarten, die App. Also ich benutze es nicht so, um irgendwie Instagram-Fotos zu bearbeiten, aber für meine Thumbnails benutze ich das immer und deswegen habe ich das auch auf meinem Handy. In der dritten Reihe habe ich dann meine ganzen Social-Media-Sachen, so würde ich sagen. Also zum einen meine YouTube-App. Ich schaue ungefähr 300 Mal am Tag auf YouTube, ob irgendein neues Kommentar dazu gekommen ist, ob ein neuer Abonnent dazu gekommen ist und. Also ich verbringe meine Hauptzeit wirklich auf der Plattform YouTube. Dann habe ich noch die App Instagram. Ich bin momentan mega aktiv auf Instagram, also ich versuche spätestens jeden zweiten Tag ein Bild hochzuladen. Teilweise lade ich auch zwei Bilder pro Tag hoch. Momentan macht mir das so viel Spaß, weil euch auch meine Bearbeitung von den Bildern mittlerweile so gut gefällt und meine Outfits und so. Das macht mir mega Spaß und deswegen lade ich da super, super gerne was hoch. Dann natürlich Snapchat. Ich liebe Snapchat und ich benutze Snapchat auch so mega gerne. Ihr könnt mir übrigens auch immer auf Snapchat schreiben. Also ich habe die Funktion nicht ausgestellt, dass ihr mir schreiben könnt. Ich schreibe euch auch, ich kann nicht jedem immer zurückschreiben, aber ich versuche den meisten auf jeden Fall immer zurückzuschreiben und ich finde es total cool, wenn ich euch irgendwas auf Snapchat frage. Es kommen immer so viele Reaktionen und das macht mich immer so glücklich. Und dann habe ich noch mein Gmail-Konto einfach für so geschäftlichere Anfragen. Das ist also quasi meine YouTube-E-Mail und deswegen habe ich die auch immer auf meinem Handy. Und in der letzten Reihe sind dann noch so drei random Apps, also einmal Jodel. Jeder Student wird Jodel kennen. Ich finde, es sind viele komische Leute auf Jodel unterwegs und manche Jodel, da denke ich mir so, okay, das hättest du dir irgendwie sparen können. Aber wenn einem sehr langweilig ist, dann ist Jodel echt teilweise wirklich unterhaltsam. Und deswegen habe ich das auch auf meinem Handy. Dann habe ich noch die Deutsche Bahn App, weil wenn ich nach Hause fahre, fahre ich meistens mit der Bahn. Und dann habe ich meistens ein Online-Ticket und so kann ich einfach alles schnell buchen und mich einloggen und so weiter. Und deswegen habe ich die auch auf meinem Handy. Und dann habe ich noch eine App, die heißt Sleep Cycle. Da kann man einfach so schauen, wann sein Tiefschlaf war, wie man geschlafen hat, wie lange man geschlafen hat. Also alles rund um den Schlaf. Und das finde ich irgendwie mega interessant, weil ich momentan merke, dass Schlaf mir sehr wichtig ist oder dass ich viel Schlaf brauche, damit ich funktionsfähig bin und deswegen will ich das mit diesem Sleep Cycle mal so ein bisschen versuchen in den Griff zu bekommen. Achso, und ganz unten habe ich dann noch die Apps WhatsApp, Safari und Spotify. Das sind so die Sachen, die ich am öftesten benutze und deswegen habe ich die immer gerne ganz unten, damit ich die immer sofort sehe und schnell drauf zugreifen kann. Und das sind auch schon die Apps, die ich auf meinem Handy habe. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, dass ich gar keine Spiele auf meinem Handy habe. Ich habe wirklich nie Spiele auf meinem Handy, außer ich fahre in den Urlaub oder irgendwie längere Strecken oder sowas, dann lade ich mir immer kurzfristig eine Spiel-App runter. Aber ich verbringe einfach, ich will nicht, dass mein Handy noch mehr Zeit in Anspruch von mir nimmt. Ich bin schon so viel auf Social Media unterwegs, dass ich keine Lust habe, dann noch mehr unterwegs zu sein, dadurch, dass ich Spiele spiele. Dann kommen wir jetzt noch zu der riesengroßen Frage, wie ich meine Instagram-Bilder bearbeite. Ihr werdet nachher lachen, es ist wirklich so einfach. Also ich benutze kein Facetune oder sonst was für meine Bilder. Ich will, dass meine Bilder irgendwie noch echt aussehen. Ich meine, klar, man sieht, dass sie bearbeitet sind, aber ich finde so Sachen wie Facetune oder auch, es gibt ja mittlerweile auch Apps, mit denen man sich dünner bearbeiten kann. Aber da denke ich mir immer so, wenn ihr mich dann vielleicht irgendwann mal im wirklichen Leben seht, dann denkt ihr plötzlich so, wow, die sah ja auf ihren Fotos ja viel besser aus als in echt und deswegen, ich weiß nicht, ich finde, man muss nicht unbedingt immer so perfekt auf Bildern aussehen und deswegen mache ich das persönlich einfach nicht, aber wer es machen will, soll es machen. Wie ich meine Bilder bearbeite, werde ich euch jetzt einfach mal an einem Beispielbild zeigen und zwar habe ich letztens ein Outfitbild gemacht und das werden wir jetzt einfach mal bearbeiten. Ich mache eigentlich auch hauptsächlich Outfitbilder und lade die auf Instagram hoch. Also falls ihr ein paar Outfit-Inspirationen haben wollt, schaut da gerne mal vorbei. Aber auf jeden Fall habe ich keine extra App, um meine Bilder zu bearbeiten. Ich gehe einfach immer auf das Foto und dann auf Bearbeiten und dann auf diese Filter, die es da gibt. Und benutze dann immer den Filter Dramatic oder bei euch heißt es dann wahrscheinlich Dramatisch, denke ich jetzt mal.
Und das Blöde an diesen Filtern ist, dass man die Stärke nicht einstellen kann. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber wenn ich dann merke, okay, das Bild ist mir irgendwie ein bisschen zu dunkel durch den Filter geworden, dann gehe ich immer auf die Helligkeit und verstelle die nochmal. Oder auch den Kontrast oder was auch immer. Aber eigentlich benutze ich immer nur diesen Filter und speichere das dann einfach und lade das dann bei Instagram so, wie es ist, hoch. Das war's auch schon. Also ich mache wirklich nur diesen Filter über meine Bilder und mache dann vielleicht manchmal mit Instagram noch die Helligkeit hoch oder die Sättigung runter oder den Kontrast ein bisschen höher. Aber das auch nur, wenn die Belichtung irgendwie anders war als normal. Zum Beispiel im Winter ist die Belichtung viel, viel schlechter als im Sommer und deswegen muss ich meistens die Helligkeit dann ein bisschen hochschieben. Aber das ist auch eigentlich alles, was ich mit meinen Bildern so mache. So lade ich sie dann hoch. Und das war's jetzt auch schon von meinem What's on my phone Tag und wie ich meine Instagram-Bilder bearbeite. Ich hoffe, euch hat mein Video weitergeholfen und ihr habt euch gefreut, dass ich das mal für euch gemacht habe. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!